Okay, also, Sie hatten jetzt kurz Zeit, sich auf das Thema einzulassen, Physik-Schulbuchtexte. Das ist ein langes Wort, wird auch in meiner Dissertation, glaube ich, nicht so heißen. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, ohne ständig durch den Beamer zu laufen. Ich bin Rosalie Hein, ich promoviere am Institut für Didaktik der Physik und beschäftige mich eigentlich mit dem sprachsensiblen Fachunterricht. Das heißt, wie vermittle ich eigentlich Sprache und das Fach gleichermaßen? Wir Physiker haben ja sowieso ein Imageproblem. Keiner hat Bock auf Physik. Und es ist leider so, dass nicht nur der physikalische Inhalt an sich sehr kognitiv anfordernd ist, sondern dass das meiste, dass das Wissen natürlich durch Sprache externalisiert wird in das Schulbuch und man eigentlich die Sprache dekodieren muss und den fachlichen Inhalt. Und das ist einfach eine ganz komplizierte Kiste. Wir möchten euch jetzt einladen in meine kleine Reise, wie ich zur didaktischen Typografie gefunden habe, welche Rolle Ulrike Borinsky dabei spielt. Und beginnen unseren Vortrag damit, dass wir Sie einladen, sich Schulbücher anzuschauen und wir sagen Ihnen, warum wir eigentlich unglücklich sind, warum wir hier stehen, warum wir unzufrieden sind und wer eigentlich noch alles unzufrieden ist, außer wir beide. Danach gebe ich Ihnen einen kleinen Lagebericht über die Empirie, wie inwiefern Typografie eigentlich eine Rolle spielt in der Forschung. Um dann das Wort zu übergeben und zu hören, was didaktische Typografie eigentlich ist. Danach schauen wir uns an, wo wir eigentlich stehen. Wir haben jetzt zusammen diese Publikation geschrieben und sind darauf sehr stolz und haben doch irgendwie das Gefühl, dass da noch viel, viel, viel passieren muss. Genau, und um im Anschluss daran unsere Wünsche zu äußern, wo die gemeinsame Reise noch weiter hingehen soll. Genau. Und dann starten wir eigentlich mit der Begegnung, die wir beide hatten. Wir sind im Prinzip zum ersten Mal in so einem Arbeitskosmos aufeinander getroffen, in einem Workshop 2018. Das heißt, da haben wir uns schon gekannt und haben auch schon diskutiert über die Möglichkeiten der Typografie im Vermittlungsprozess Schulbuch. Und der Plan war ein Workshop, wo Gestalter und Didaktiker aufeinandertreffen und sich gemeinsam das Schulbuch angucken. Das haben wir getan, das haben wir anderthalb Tage lang getan, das haben wir sehr intensiv gemacht und das Ergebnis lässt sich so zusammenfassen: Aus allen Seiten kam eigentlich die gleiche Botschaft, wir kommen nicht klar. Das Schulbuch, genau, wir haben es ein bisschen deutlicher analysiert. Also, unsere Aspekte waren, die Struktur eines Schulbuches ist für uns überhaupt nicht nachvollziehbar. Wir haben alle Probleme gehabt, selbst vom Inhaltsverzeichnis auf die Seite zu kommen und auch wieder zurück. Das heißt, wir haben große Strukturprobleme gehabt. Wir haben fast nicht navigieren können im Schulbuch. Wir haben, ja, genau, das war eigentlich ein ganz großer Aspekt. Wir haben viele andere Dinge gefunden. Wir haben Farbgebungen gefunden, die wir nicht verstanden haben. Die, ich glaube, es fiel vorhin schon rosa und hellgrün. Es lässt sich auf den Tafeln da hinten ganz gut nachvollziehen. Es ist immer noch beliebt, rosa und hellgrün in die Hintergründe zu bringen. Ja, genau, was haben wir noch gefunden? Wir haben Bilder gefunden, die wir nicht verstanden haben. Wir haben unvollständige Tabellen gefunden. Wir haben fachliche Fehler gefunden. Wir haben ein Struktur- oder sagen wir mal so ein Themenchaos auf den Seiten gefunden, also wo nicht mal wir nachvollziehen konnten, verstehen konnten, was ist eigentlich los und was soll hier eigentlich sein und was soll in unseren Kopf. Und das war am Ende. Genau.
hatten wir den Eindruck, es handelt sich eigentlich nicht um das klassische Buch, sondern es handelt sich eigentlich um Werbeseiten in Zeitungen für Supermarktangebote. Das, was wir im Ruhrgebiet Schweinebauchseite nennen. Also wenn Sie die Seiten vor Augen haben, wo das Kilo Hack heute 20% weniger kostet, also das ist, glaube ich, im Prinzip aus der gestalterischen Richtung eher die Analogie zum Schulbuch als alles andere. Unser Kollege Albert-Jan Pohl hat auch mit in diesem Workshop gesessen und hat das ziemlich schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, diese Schulbücher sind eigentlich ein Kompendium an typografischen Maßnahmen. Wir hauen einfach mal alles an Hervorhebungen und an Farben rein und alles, was uns so einfällt. Und das Ganze ist dann ein Sammelsurium an Hervorhebungen und Linien. Wir möchten euch auch mit auf diese Reise nehmen und wir würden uns wünschen, Imke Mühlenfeld hat zusammen mit mir eine kleine Ausstellung vorbereitet, die euch die Gelegenheit geben soll, sich verschiedene Schulbuchseiten anzuschauen. Und ich möchte, dass ihr euch da komplett austobt. Weil wir doch selten so viele bestimmt auch qualifizierte Menschen in einem Raum haben und wir die Möglichkeit haben, eure ganzen Gedanken einzufangen. Deswegen würden wir uns super freuen, wenn ihr euch da verewigen würdet später und uns schreibt, was stört euch, was fällt euch da ins Auge, was findet ihr gut, was findet ihr schlecht, was findet ihr gelungen, wo habt ihr das Gefühl, das geht gar nicht, das springt euch förmlich negativ konnotiert ins Gesicht. Auf der anderen Seite haben wir hier auch ein paar Alternativen aufgebaut und zwar finden Sie hier immer den Originaltext und dann ein paar Alternativen dazu. Und auch hier könnt ihr euch austoben, ihr könnt kleben und Punkte machen, welche Layouts ihr gut findet und welche nicht. Und wenn ihr ganz motiviert seid oder engagiert, könnt ihr euch auch gerne ein paar Klebefolien mitnehmen und da auch noch ein bisschen kommentieren. Genau, nochmal zurück zum Workshop. Das Resümee des Workshops war das. Also nicht nur, dass wir es nicht verstanden haben und dass wir nicht klargekommen sind, also wir sind eigentlich alle vergleichsweise unglücklich gewesen. Und was für mich eigentlich das Besondere daran war, also ich habe Schulbuch häufiger selber analysiert, ich habe aber noch nie zusammengesessen mit Didaktikern, mit Pädagogen, mit Sprachwissenschaftlern, also das heißt mit so einem Kosmos an Leuten, die aus verschiedensten Ecken aus Schulbuch kommen und ich war unglaublich verblüfft, dass das Ergebnis bei allen gleich war, dass also alle eigentlich der Meinung waren, das Schulbuch funktioniert nicht. Das hat mich ziemlich erschrocken. Genau, können das nochmal deutlicher machen. Genau. Und jetzt sind im Grunde die Protagonisten, die wir mit im Boot hatten. Also das heißt, aus der didaktischen Ecke kommen Argumente wie der Anspruch an das Schulbuch hat sich komplett geändert. Komischerweise sieht es immer noch so aus, wie zu Zeiten, wo es irgendwie ganz andere Funktionen erfüllen musste. Das heißt, die Optik hat sich nicht geändert. Aus der Gestalterecke kommen häufig solche Geschichten. Es gibt, wir kennen Gestaltungsempfehlungen, es gibt eigentlich viel, aber es wird nicht berücksichtigt. Wir finden kaum statt, zu spät statt. Deshalb, genau. Die Schüler sind nicht minder verzweifelt, weil die müssen am Ende da sitzen und die Texte irgendwie in sich reinkriegen und haben im Großen und Ganzen das Problem, dass sie das zu schwer finden, dass sie alleine sich nicht bewegen können, dass sie natürlich immer dann, wenn was zu schwer ist oder wenn was irgendwie nicht durchdrungen werden kann, ist es natürlich ganz schnell langweilig. Das heißt, ne, der Fokus geht verloren. Genau. Der Lehrer hat ein Problem, der muss vermitteln. Der hat wieder einen ganz anderen Blick auf den Aufbau eines Schulbuchs, der hat ganz andere Interessen, die er da auch nicht berücksichtigt kriegt. Die Autoren haben das Problem, dass sie nicht so schreiben können, wie sie gern würden, da sie unglaublich viele Vorgaben zu erfüllen haben und damit reglementiert und standardisiert
sind. Der Verleger spielt natürlich auch eine Rolle. Das heißt, bei dem sind die wirtschaftlichen Aspekte natürlich sehr groß. Da müssen, keine Ahnung, es muss irgendwie alles auf die Doppelseite passen und es muss der ganze Themenkomplex, der eigentlich über die, weg ist er, der über die Curriculum ins Schulbuch kommt, der muss eben auf die Doppelseite passen. Wir haben jetzt im Moment mal ein paar Protagonisten weggelassen und konzentrieren uns in der Folge auf die drei Lehrer, Gestalter und die Schüler. Genau, und jetzt glaube ich. Ja. Genau, es geht um Textverständlichkeit. Ich habe mich ganz lange auf die Suche gemacht nach der Frage oder nach der Antwort zu dem Thema, was macht einen Text eigentlich so kompliziert? Und weil ich aus der Germanistik komme und mich lange mit Sprachwissenschaft beschäftigt habe, war ich der ganz festen Überzeugung, der Text ist schwierig, weil der Fach ist, das Fachliche ist anspruchsvoll und das Ganze ist in eine schwierige Sprache gesteckt. Ich dachte also, respektive, der Text ist schwierig, weil die Sprache ist schwierig. Bis ich ein paar Studien gelesen habe, die gesagt haben, oder ich habe auch persönlich mit den Leuten gesprochen, Rosa, wir haben einfach mal eine Studie gemacht und wir haben diesen Text, der in einem ganz ekelhaften Bildungsdeutsch ist, in ein ganz einfaches Deutsch gepackt und wir haben herausgefunden, dass das hier wirklich gar keine Rolle spielt. Einen Text also sprachlich zu manipulieren, hat gar nicht den Effekt gehabt, den wir uns gewünscht haben. Und dann war die Frage, okay, was macht einen Text denn dann so schwierig? Und dann habe ich gedacht, hat das vielleicht irgendwas mit der Gestaltung zu tun? Und ich muss Ihnen sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt, als ich diese Idee hatte, null Plan von Design hatte und den Begriff didaktische Typografie, den kannte ich überhaupt nicht. Das hat auch was damit zu tun, weil Typografie und Gestaltung in der Textverständlichkeitsforschung an sich keinen wirklich großen Stellenwert eingenommen hat. Anmachen. Genau. Ich bin also mit so einem Bauchgefühl einfach mal an eine deutsche Auslandsschule geflogen. Das hat den Grund, weil ich mich ja eigentlich für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache und den sprachsensiblen Fachunterricht interessiere. Und ich habe eine möglichst große Stichprobengröße gebraucht mit Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als Fremdsprache lernen. Die aber trotzdem jeden Tag das Problem haben, dass sie Sprache und Fach gleichzeitig lernen müssen. Und da habe ich sowas wie eine Feldforschung durchgeführt und habe mal so ein paar Texte manipuliert, indem ich einmal einen Text reingegeben habe, der Originaltext, dann einer, der sprachlich verändert war und dann einer, der wirklich nur grafisch verändert wurde. Und was ich rausgefunden habe, war, dass die Schülerinnen und Schüler gesagt haben, dass der Originaltext total schwierig gewesen wäre, aber der Text, der so schön gesetzt war, die haben nicht gecheckt, dass das der gleiche war. Die haben nur gemerkt, auf einmal finde ich die Information, da stehen nicht so viele Fachwörter drin, das Deutsch ist viel einfacher und die haben auch in den Tests besser abgeschnitten. Ich habe das Ganze quantitativ und qualitativ erhoben. Das heißt, auf der einen Seite konnte man definitiv sehen, dass Schülerinnen und Schüler, die den manipulierten Text hatten, besser in dem Text abgeschnitten, in dem Test abgeschnitten haben. Aber auch die anschließenden Interviews mit den verschiedenen Schülerinnen und Schülern haben Tendenzen gezeigt, dass Typografie auf jeden Fall eine bis jetzt noch absolut unterschätzte Rolle spielt hinsichtlich der Textverständlichkeit. Jetzt möchte ich Sie, danach habe ich mich sozusagen, habe ich das Internet durchgewühlt und bin dann irgendwann wirklich auf den Begriff didaktische Typografie gekommen. Ich habe das in so einem Forum entdeckt, da haben sich so ein paar Leute gestritten über den Begriff und so bin ich sozusagen zu Ulrike gekommen und die hat mich dann mitgenommen und mir erklärt, was didaktische Typografie ist. Genau, ich will das jetzt auch nochmal probieren, also didaktische Typografie ist relativ natürlich eigentlich, ist klassische Typografie durchaus. Allerdings eine, die, das ist natürlich, so geht es ja jeder Typografie, also ich habe immer einen Text und einen bestimmten Text, auf den ich treffe. In
diesem Kosmos ist es ein Text, der in der Regel komplex ist, der lang ist, der, der intensiv gegliedert ist, der eine hierarchische Gliederung hat, der aber auch eine starke parallele Struktur hat, der die Kapitel hat, die stark gegliederten Kapitel, der semantische Elemente hat. Das sollen sein Beispiele, Aufgaben und so weiter. Das sind die Geschichten, die auch parallel auf verschiedenen Ebenen stattfinden können, während die Kapitelgliederung in sich irgendwie immer stimmen muss. Beispiel Lehrbuch, Sachbuch, wissenschaftlicher Text. Also das heißt, didaktische Typografie findet vorzugsweise dort statt. Und nun ist es ja irgendwie eine Konstruktion von Begrifflichkeit, sind zwei Worte, und wenn man sich vielleicht mal kurz fokussiert auf die Didaktik dabei, dann merkt man gleich, es geht natürlich um Typografie, die in didaktischen Prozessen stattfindet. Und diese didaktischen Prozesse haben in der Regel Absichten. Das heißt, es geht um Lernprozesse und es geht um strukturierte und auch geplante Prozesse. Also das heißt, die haben ein bestimmtes Ziel, sie wollen eine bestimmte Veränderung erreichen, sie wollen allerdings auch erfolgreich sein. Und das ist was, was, glaube ich, eine große Bedeutung spielt, sie müssen überprüfbar sein. Das heißt, sie sind nicht einfach irgendwie lustig oder sie sind nett, sondern es soll was ganz Bestimmtes passieren und das, was passiert, muss nachprüfbar sein. Genau. Das heißt für den zweiten Teil der Begriffskombination, dass die Typografie da hilfreich sein muss. Das heißt, auch die typografische Maßnahme muss überprüfbar sein. Und das ist eigentlich das große Manko aus meiner Sicht, dass Typografie verhältnismäßig wenig erforscht ist und dass wir als Typografen durchaus unserem großen Erfahrungsschatz raus erkennen können, wann ist was erfolgreich, wann ist was weniger erfolgreich. Aber das sind keine allgemeingültigen Erkenntnisse. Deswegen war ich glücklich, dass jemand auftaucht, der bereit ist, sich der Erforschung zu stellen. Genau. So. Deswegen übergebe ich an der Stelle wieder an dich. Okay, ich versuche jetzt mich ein bisschen zu beeilen. Ein paar sind schon, okay. Ich habe mich also auf die Suche gemacht nach der Wirkung von didaktischer Typografie. Ich habe also zuerst meine Feldforschung in Kairo gehabt, an der Deutschen Auslandsschule, danach dann in Münster, den Workshop, wo wir dann sozusagen das ganze Format meiner Forschung so ein bisschen festgezurrt haben. Und zwar teste ich das, indem ich alle Schülerinnen und Schüler erstmal durch einen Sprachtest jage. Ich gucke also, wie gut können die erstmal Deutsch und ich gucke, wie gut können die lesen. Ja, damit ich erstmal weiß, wo so die Kompetenzbereiche sind. Danach gebe ich 4 verschiedene Layouts rein. Die sind verschieden konstruiert. Da kann man auch gerne mal Einsicht nehmen, wenn man möchte. Das heißt, ich komme in die Klasse, jeder bekommt einen Text und danach bekommen die alle von mir nochmal einen Test, wo ich das Leseverständnis testen möchte. Ich möchte gucken, finden die alle Informationen und so weiter. Bei der Testkonstruktion orientiere ich mich dabei an die Kompetenzbereiche von PISA, weil die ja auch einen großen Schwerpunkt auf Lesekompetenz und Leseverständnis legen. Am Ende, das ist ja so, dass ich immer die Unterrichtsstunde crashe, die geht 45 Minuten und wenn ich schon fertig bin und wir aber noch ein bisschen Zeit haben und der Lehrer sagt, okay Rosa, wir können jetzt aber keinen großen Unterricht mehr machen, dann habe ich immer noch ein Diktiergerät dabei. Und dann frage ich die Schüler und Schülerinnen konkret, wie fandet ihr den Text? Guck doch mal, was dein Nachbar für einen Text hatte, wärst du mit dem besser klargekommen? Und dann versuche ich auch nochmal auf einer qualitativen Ebene nachzuhaken, wie denn die Verständlichkeit war von den Texten. Inzwischen habe ich das an ganz vielen verschiedenen deutschen Auslandsschulen machen können. Bin auch im März dann nochmal in Sao Paulo, um nochmal eine richtig fette Datenmenge abzugreifen, auszuwerten und dann darüber meine Dissertation zu schreiben. Und die
ersten Erfahrungs- oder meine ersten Gehversuche stehen halt, das mit Kairo und so weiter, das steht halt auch in dem Buch, was wir am Ende dieser Tagung vorstellen möchten. Jetzt weiß ich in Anbetracht der Zeit nicht, wie viel Zeit wir haben, dass ich verschiedene Schülerzitate vorlesen kann, aber eigentlich ist das total herrlich. Die Schülerinnen sagen zum Beispiel, der Text ist so schwer, weil die Schrift ist so klein. Oder ich habe zuerst gedacht, in dem Text stehen mehr Informationen, weil es sieht aus wie ein wissenschaftlicher Text. Wenn ich den Text reingebe, einmal in einer Serifenschrift und einmal in einer Nicht-Serifenschrift, denken die, dass in der Serifenschrift auf jeden Fall viel professionellere Sachen drinstehen, weil das sieht aus wie ein Lexikontext. Dann zu den Abschnitten, die wirken Wunder. Wenn man eine Bleiwüste sozusagen trennt in verschiedene Abschnitte, sagt eine Schülerin, bei einem so langen Text ist es langweilig, da habe ich gar keine Lust, den zu lesen. Aber wenn da so Abschnitte sind, nur 4 Sätze, die ich lesen muss, dann bin ich mehr motiviert, da kann man besser lernen. Auch zu den Überschriften wurde extrem viel gesagt. Zum Beispiel, wenn es Überschriften gibt, dann weiß man direkt, wo es in dem Text darunter geht. Und man weiß, wo der Text anfängt. Ohne Titel weiß man manchmal gar nicht, wo der Text auf einer Seite anfängt. Das habe ich vor allem bei Leseanfängern und 5- und 6-Klässlern, die wissen auf der Seite nicht, in welcher Spalte sie anfangen sollen, weil es keine Überschriften gibt. Die blättern dann auch. Die denken, okay, vielleicht fängt der Text auf einer anderen Seite an. Oder wenn man die Frage beantworten soll, dann weiß man direkt, wo die Antwort steht. Aber ohne Überschrift muss man erst lange suchen, wo die Information steht. Vielleicht noch was kurz zu den Auszeichnungen. Wenn Sachen fett gedruckt sind oder bunt, dann weiß man direkt auf den ersten Blick, was wichtig ist und was nicht. Ich finde, die wichtigen Wörter sollten dick geschrieben werden. Wir können also sehen, dass Schülerinnen und Schüler extrem viel Typografie intuitiv wahrnehmen und sich irgendwo auch extrem auf diese Typografie verlassen und dass wir hier irgendwo auch eine Verantwortlichkeit haben als Typografen, als Autoren oder als Schulbuchverlage, das Leseverständnis zu unterstützen mit Hilfe typografischer Maßnahmen. Ich muss das leider noch vorlesen, weil das legendär ist. Und zwar geht es darum, dass Text und Bild, was eigentlich zusammengehört, auf der Schulbuchseite ganz oft durcheinander ist. Und Schüler melden zum Beispiel zurück, ich muss halt immer springen. Wenn man liest, dann ist man im Lesen drin. Und dann muss man auf das Bild gucken und dann muss man wieder in den Text wieder reinkommen. Und dann muss man wieder aufs Bild gucken und dann denkt man sich, das ist das richtige Bild und dann kommt raus, nee, das ist ja das falsche Bild. Und dann lernt man das Falsche und dann muss man sich das nochmal neu einprägen. Das nennt man in der Multimedia-Forschung auch den Split-Attention-Effekt, den Effekt der geteilten Aufmerksamkeit. Eine andere Schülerin sagt, das Problem bei mir ist, wenn ich den Text lese und dann muss ich ja noch auf die Abbildung achten, das irritiert mich meistens. Dann vergesse ich meistens, was kam da nochmal vor, dann muss ich den Text nochmal lesen und das ist, sag ich mal, ein bisschen Zeitverschwendung. Und wenn man das hier direkt unter dem Bild erklärt hat, dann spart man Zeit. Wir müssten festhalten, das Leseverhalten der Schülerinnen und Schüler, die sind auch ein bisschen faul. Ja. Anyway. Es gibt also jede Menge Zitate, die man auch im Buch findet. In Anbetracht der Zeit möchte ich meine Studienergebnisse bis jetzt so zusammenfassen, dass Typografie wirkt. Und anscheinend wirkt der sinnvolle Einsatz von Typografie noch mehr als die Verbesserung durch Sprache oder als die Manipulation von Sprache. Genau. Da kommen wir nochmal zurück auf unsere 3 Protagonisten. Genau, die Lehrer, Gestalter und Schüler. Wir sind jetzt auch in der Nähe unseres Endes und eben auch der Desiderata, deswegen mische ich das mal. Also aus unserer Sicht ist es eigentlich so, dass alle getrennt nebeneinander herarbeiten. Und da können irgendwie Leute, die Gestalter, die im Schulbuch unterwegs sind, glaube ich, sehr genau darüber berichten. Wir wünschen uns, dass sich diese Elfenbeintürme auflösen. Das heißt, dass wir irgendwie zueinander kommen, dass wir irgendwie miteinander ins Gespräch kommen und dass wir auch aufeinander reagieren. Mein Verdacht
als Gestalterin in diesen ganzen Auseinandersetzungen mit Rosalie ist, dass nicht nur die Didaktiker lernen müssen, was Typografie ist, sondern dass ich auch lernen muss, was Didaktik ist. Das heißt, dass ich das, was ich vorhin erwähnt habe, dass ich in der Lage sein muss, die Erkenntnis, die Rosalie rausarbeitet, umzusetzen. Das heißt, dass ich Diskussionen führen muss. Ich will ein Beispiel nennen aus dem Workshop. Wir haben darüber gesprochen, über Zeilenfall. Typografen sind ja Nerds, was Zeilenfälle angeht und haben irgendwelche, was haben wir gestern gesagt? Die Lisa sitzt ja irgendwo, der Häkeldeckchen-Flattersatz. Also es muss irgendwie, es ist eine ganz kunstvolle Form. Die Didaktiker sagen, Silbentrennung in dem Alter, 5., 6. Klasse, womöglich bei Schülern, die Deutsch als Fremdsprache haben, Silbentrennung ist untauglich. So, das heißt aber für mich als Typograf, wenn ich Texte bearbeite, die an diese Zielgruppe gehe, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und das ist mein großer Appell eigentlich heute auch. Also auch wir müssen aus unseren Elfenbeintürmen eigentlich, wir müssen runter da, wir müssen raus und wir müssen uns irgendwie in die Niederungen der Didaktik und Pädagogik begeben und müssen mit den Leuten zusammen Lösungen finden. Mal so weit. Und mein Desiderat wäre einfach, dass wir haben die Lehrer, die irgendwie die Texte schreiben, geben das dann weiter an die Gestalter, die das dann irgendwie noch so ein bisschen setzen. Und am Ende ist das der Schüler, der den ganzen Kram lesen muss. Und es ist zu, die Zäsuren zwischen den Elfenbeintürmchen ist viel zu krass. Sondern wenn es eigentlich darum geht, dass Schulbücher oder allgemein Lehrmaterialien entwickelt werden, dass alle zusammen an einem Tisch sitzen sollten und nicht sukzessive nach der Reihe, erst haut der eine das rein, der andere rührt noch ein bisschen darum und am Ende wird das Ganze noch irgendwie sprachlich oder grafisch gerettet, sondern von Anfang an, dass bei der Lehrmittelgestaltung alle mit in einem Boot sitzen und alle Bedürfnisse gehört werden, weil wir noch gar nicht genau wissen, wie tickt eigentlich der Lehrer, wie tickt eigentlich der Gestalter, was brauchen eigentlich die Schülerinnen und Schüler. Wir haben den Begriff didaktische Typografie jetzt hier reingeschmissen, aber was wir noch viel genauer betrachten müssen, ist eigentlich, welche Bedürfnisse stecken hinter diesem Begriff. Was brauchen Schüler, damit sie den Text besser lesen können? Was brauchen Lehrer, damit sie Bock haben, das Schulbuch einzusetzen? Wir haben, ich schmeiß das jetzt mal so einfach rein, dann könnt ihr euch das ja durchlesen, wenn ihr möchtet. Das sind so ein paar Ideen, wohin kann die Forschung gehen, wohin kann die Zusammenarbeit gehen. Ich freue mich sehr auf die weiteren Beiträge, hoffe, dass wir so einen ersten Impuls geliefert haben zum Nachdenken. Möchte alle nochmal animieren, sich auszutoben. Und auf der Tafel, genau. Und wir möchten uns beide für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ganz herzlichen Dank, ihr beiden. Ich fand das jetzt eine unheimlich charmante Einführung, weil sie sehr persönlich geprägt war von dem Weg, auf den ihr euch begeben habt, um zueinander zu finden und auf die Art und Weise ein bisschen was davon erzählt, wie es tatsächlich möglich ist, schließlich interdisziplinär auch zu arbeiten. Dass es nämlich darum geht, eine Zuneigung zueinander zu finden, eine Offenheit zu haben und diese beiden Dinge miteinander zu verbinden. Ich habe einen Punkt, der mir aufgefallen ist, dass ihr versucht habt, nochmal sozusagen dieses Thema didaktische Typografie zu beschreiben. Also was ist das für euch? Dass ihr eben versucht habt, diese Zielorientierung zu formulieren. Und da ist mir sozusagen als ganz klare Ausrichtung, dass es eben tatsächlich darum geht, Wissensvermittlung zu betreiben als eigentlichen Schwerpunkt. Und darum geht es an dieser Stelle didaktische Typografie, weil Ziele verfolgt Typografie immer. Und
Das Zweite, was mir aufgefallen ist, in dem, was ihr gesagt habt, es gab einen schönen Satz, Bücher sind ganz schön schwer und es ist wahnsinnig schön doppeldeutig. Also ist von der haptischen und der tatsächlichen Wirkung bis hin zu dem, was es tatsächlich kommunikativ macht. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich brauche mal. Also vielen Dank für den Vortrag. Ihr macht das jetzt schon eine Weile. So ganz neu ist das Thema ja nicht wirklich. Es ist ja eigentlich ein uraltes Thema. Damit haben wir uns ja als Kinder auch schon auseinandergesetzt, genau genommen. Auch wenn es jetzt andere Medien gibt. Und Lehrbücher gibt es jetzt auch schon seit ein paar hundert Jahren. Und das ist ein klassischer Fall von, die anderen sind immer schuld. Wahrscheinlich sagt der Schüler, die Lehrer sind schuld. Der Lehrer sagt, der Gestalter, weil er ja gar nicht wirklich weiß, wo es herkommt. Der Gestalter sagt natürlich, der Verlag. Und der Verlag, und da will ich jetzt ansetzen. Also ich sag mal jetzt unter uns, eigentlich kennen wir das Problem. Wie können wir es jetzt wirklich ändern? Das ist jetzt eine Bestandsaufnahme gewesen, Status quo, das sind jetzt Dinge, manches hat mich natürlich überhaupt nicht überrascht. Der Gestalter, ich kenne wirklich einige in Menge an Gestaltern, die zum Beispiel für den Cornelsen Verlag arbeiten und so weiter. Und man kennt auch die Klagen. Das kann nicht sein, dass so viele Gestalter dann sagen, ja, aber der Verlag hat gesagt. Da müsst ihr jetzt ansetzen, oder? Wie macht ihr das? Welche Ziele gibt es da? Welche Papers gibt es da schon? Wie kriegt ihr auch die Grafiker ran, die dann gestärkt werden? Weil ich kenne die Klagen. Ich hätte gerne das fett gesetzt, aber ich durfte nicht. Das ist auch nicht Sache der Gestalter, sondern da muss tatsächlich der Didaktiker mit ran. Und wer ist am Ende der Didaktiker? Es ist nicht der Lehrer, es ist tatsächlich der Wissenschaftler. Du als Physikerin weißt Bescheid. Der nächste Schritt, euer nächster Schritt sozusagen. Also, wir sehen das tatsächlich so, dass wir am Anfang stehen, also dass wir... die Bestandsaufnahme gemacht haben. Eine dieser Bestandsaufnahmen ist auch durchaus das Buch, was ich jetzt nur zeigen darf, weil ihr es morgen erst in die Hände bekommt. Eigentlich wissen wir auch noch gar nicht so ganz genau, wie konkret der nächste Schritt aussehen wird. Was ich mir vorstelle, ist, dass wir dafür sorgen wollen, dass die Beteiligten weiter zusammenarbeiten können, dass unser Eingangsworkshop, den wir gemacht haben, den ich eigentlich für einen großen Erfolg gehalten habe, dass wir an der Stelle weitermachen können, dass wir also weiter in Verbindung treten, dass wir vielleicht auch damit stärker oder dass wir überhaupt anfangen können, eine Zusammenarbeit zu etablieren. Dazu gehört mit Sicherheit auch, dass wir Ergebnisse dieser Kooperation mitteilen müssen, dass wir darüber reden müssen. Genau, das drüber reden wird eine große Rolle spielen. Und was ich mir eigentlich für also sozusagen als Hausaufgabe aus der gestalterischen Ecke mitnehme, ist, wir müssen anfangen zu erklären, wie wir arbeiten, was wir arbeiten. Wir müssen Kriterien entwickeln. Wir müssen eigentlich diese Begrifflichkeit Typografie in der Wissensvermittlung oder aber auch, was ich trotz der Einlassung von Boris gerne sage, die didaktische Typografie. Wir müssen sagen, was ist es eigentlich? Was können wir anbieten? Wir müssen es sehr viel konkreter machen. Wir müssen raus aus unserem Insiderwissen, weil das, ne, also dass dich das nicht überrascht, ist ja kein Wunder, weil du bist Typografin. Das Überraschende ist eigentlich, dass wir an der Stelle zusammenkommen und uns eigentlich überhaupt erstmal vertraut machen müssen. Um dein Wir zu beantworten. Also ich persönlich setze mich sehr stark dafür ein. Ich bin aber ganz alleine. Was ich trotzdem machen kann, ist, das Kind ist, also der Name ist, die Wirksamkeit ist definitiv alt. Das ist alles klar. Wenn ich das Leuten sage, sagen die auch, ist doch total klar. Macht dann fett oder ein Kursiv. Es ist aber noch nicht wirklich empirisch belegt. Was wir machen müssen, ist auf der einen Seite da mit der Forschung einfach noch viel weiter vorzugehen. Ich versuche da schon auf jeden Fall zusammen mit Sabina Sika zum Beispiel, beschäftigen wir uns ganz viel damit. Wir müssen unbedingt eine vernünftige Definition von didaktischer Typografie auf die
Reihe kriegen. Dafür müssen wir viel in den Austausch gehen. Ich finde, die Bedürfnisse von Schülern, Wissensvermittlern und Wissensaufbereitern, also von Gestaltern, wir haben uns noch viel zu wenig gestritten. Wir müssen auf jeden Fall noch viel mehr in den Dialog gehen und viel mehr aushandeln. Ich würde auch sagen, dass wir noch ganz am Anfang stehen und was ein richtig guter, also AG, unsere AG setzt sich dafür ein. Und was ich auch richtig gut finde, ist, dass wir jetzt sowas wie eine Lobby haben durch den Designtag. Bitte. Entschuldigung, jetzt hat mich der Martin gerade abgelenkt, aber du hast gerade auf den Designtag verwiesen. Ich nehme an, dass es darum geht, dass es verschiedene Ebenen gibt, in denen wir handeln können. Ja. Es gibt einerseits natürlich die wissenschaftliche Ebene, wo es immer sinnvoll ist, weiterzugehen. Da bin ich fest davon überzeugt, Wissenschaft ist nie zu Ende. So sehr es ganz viele Allgemeinplätze gibt für Typografen, über die wir uns hier unterhalten. Also tatsächlich, es gibt wenig Überraschendes davon, dass es sinnvoll ist, einen Text gut zu strukturieren. Oder ist da jemand anderer Meinung? Aber wieso sehen denn Schulbücher immer noch so aus? Ja, und dann gibt es, das ist also die eine Ebene ist sozusagen, die wissenschaftliche Ebene weiterzutreiben. Das ist das, was du unter anderem forderst, dass man das also weiter belegen muss, Empirie betreiben muss und so weiter. Es gibt auf der anderen Seite natürlich eine unglaubliche Notwendigkeit, Rahmenbedingungen zu verändern, in denen Typografie in der Wissensvermittlung im Ergebnis stattfindet. Das hat was damit zu tun, wie schaffen wir es, dass es wirklich ein Interesse gibt, dass sozusagen das Curriculum verlangt, dass es andere Formen gibt, wie Bücher aufbereitet sind, die verwendet werden. Und das ist etwas, was tatsächlich eine politische Aufgabe ist. Und da würde ich jetzt nicht so gerne tiefer, an dieser Stelle jetzt noch nicht gerne tiefer einsteigen, weil sonst führen wir jetzt sozusagen die ganze Konferenz am Ende eines einführenden Vortrags zusammen. Aber wir werden immer wieder zu diesem Thema während dieser anderthalb Tage uns äußern. Ich bringe da auch meine Expertise mit rein, was man tun kann, um politisch an diesen Stellen etwas zu bewirken. Es gab aber noch eine Frage, glaube ich. Mich würde ja interessieren, die PISA-Studie gibt es ja schon sehr lange. Und die skandinavischen Länder schneiden ja immer besser ab als mitteleuropäische Länder. Und die Frage stellt sich jetzt auch dahingehend, ob man schon die Schulbücher der skandinavischen Länder analysiert hat, was sie besser machen und wo die Unterschiede zu Österreich liegen. Bist du dazu auf eine Antwort? Nein, ich würde mich gerne klonen 5-mal, um mir auch diese 4 verschiedenen Bücher anzuschauen. Ich hatte zum Beispiel die Möglichkeit, mir Schulbücher in der Türkei anzuschauen. Da gibt es dieses Verlagswesen gar nicht, sondern da werden die Schulbücher einmal von der Regierung gemacht und dann flächendeckend überall verteilt. Ich finde es super spannend, die verschiedenen Best-Practice-Beispiele von Schulbüchern anzuschauen. Hoffe einfach, dass ich auch noch auf viele Forscher oder zumindest engagierte Studenten treffe, die Lust haben, darüber vielleicht mal eine Masterarbeit zu schreiben, sich verschiedene Bücher anzuschauen. Also es gibt extrem viel Forschungsbedarf noch hinsichtlich dieser Fragestellung. Gut. Es gibt ja so ein wahnsinnig schönes Beispiel aus Skandinavien, was ich jetzt an der Stelle, und damit will ich diesen ersten Teil abschließen, uns vielleicht so eine ganz andere Form von Denken beibringt. Es gibt eine skandinavische Schule, einen skandinavischen Lehrer, der gefragt worden ist, warum schaffen bei Ihnen in jedem Jahrgang alle Schüler immer das Klassenziel? Er hat gesagt, das ist sehr einfach. Ich schreibe die Prüfung erst dann, wenn es alle können. Soweit vielleicht, um diesen Aspekt hier abzuschließen. Herzlichen Dank euch beiden.